Hi, ich bin Larissa. Und ich bin Patrick. Wir sind die NavigatorInnen bei der Galaktischen Verbraucherzentrale. Wir wollen heute mit euch eine galaktische Shoppingtour unternehmen. Damit ihr die Tücken und Probleme kennenlernt, die euch bei einer solchen Tour im All, aber auch auf der Erde begegnen können, werden wir beide euch zeigen, wie ihr das am besten anstellt. Und falls dir das zu schnell geht, kannst du unser Video anhalten, wenn du dieses Symbol hier siehst. Aber vieles wird sich auch einfach im Spiel ergeben. Oh, ich sehe gerade, vier Erddinge haben Lust mit uns zu spielen. Das passt ja perfekt. Na dann, beamen wir sie doch mal hierher. Prima Idee. Macht euch bereit und stellt euch in Position. Handys auf Flugmodus. Paul spielt das blaue Alien. Sandra das pinke. Jonathan das orangene. Und Chrissy das grüne. Spielen könnt ihr mit 2 bis 6 Personen. Je mehr mit spielen, desto spannender wird es. Unser Spiel hat ein Spielbrett, 6 Alien-Spielfiguren, 4 verschiedene Kartentypen in unterschiedlichen Farben, einen Wertungsblock, die Spielanleitung und natürlich Würfel. Wie baut ihr in eurer Mitte so auf? Sortiert alle Karten nach Farben und legt sie auf dem Spielbrett auf die jeweiligen Felder. Außerdem wird an jede Spielbrettkante eine blaue und eine orangene Karte offen ausgelegt, damit alle sie sehen können. Sieht's bei euch auch so aus? Auf den Karten tauchen farbig hervorgehobene Begriffe auf. Einige davon hast du bestimmt schon mal irgendwo gehört. Falls du aber nicht genau verstehst, was damit gemeint ist, kannst du auf den letzten Seiten der Spielanleitung nachschauen. Das ist das Glossar. Ziel des Spiels ist es, zu möglichst vielen galaktischen Wunschkarten ein passendes Angebot zu finden. Und dadurch die meisten Wunschpunkte zu sammeln. In dem Spiel seid ihr Aliens und daher sind alle Wünsche an die galaktischen Bedürfnisse angepasst. Es gibt 7 galaktische Wünsche, die du, so ähnlich, auch von der Erde kennst. Ein neuer Vertrag. Für mehr Datenvolumen im SpaceNet. Ein Mobilfunkvertrag. Funktioniert auch durchs schwarze Loch. Ein neuer Raumanzug. Mit Asteroidengürtel. Ein Kreditvertrag. Für das neue Raumschiff zum Beispiel. Eine Haftpflichtversicherung. Falls dir ein galaktisches Missgeschick passiert. Eine Mitgliedschaft im Weltall-Fitnessstudio. Für das Schwerelosigkeits-Spezialtraining. Und ein Stromvertrag. Auch im All braucht man Energie. Jede Wunschkarte hat bestimmte Merkmale. Die Wichtigkeit des Merkmals erkennst du an der Anzahl der Punkte. Am Ende des Spiels bringt dich die Anzahl dieser Wunschpunkte zum Sieg. Wenn du die beiden Karten nebeneinander legst, kannst du die Merkmale am besten miteinander vergleichen. Die Kosten für das Angebot sind unten auf der Karte aufgeführt. In unserem Spiel heißt das Geld Planetaris. Aber keine Sorge, du bekommst zu Spielbeginn eine Start-Geldkarte mit 10 Planetaris. Und du hast im Spiel auch immer wieder die Möglichkeit, an mehr Planetaris zu kommen. Das ist deswegen wichtig, weil du am Ende nicht mit Schulden dastehen darfst. Es gibt grüne Planetaris-Karten, die dir 1 oder 2 zusätzliche Planetaris bringen. Und es gibt auch lila Hilfekarten. Das sind Ereigniskarten, bei denen etwas passiert. Aber das schauen wir uns später gemeinsam an. Hier siehst du nochmal alle Karten in der Übersicht. Können wir nicht endlich mal anfangen? Okay, wer zuletzt etwas in einem Laden auf der Erde gekauft hat, beginnt. Supermarkt zählt nicht. Zwinker-Smiley. Hast du dir eine Alien-Figur ausgesucht? Dann stell sie in die Mitte zur Galaktischen Verbraucherzentrale. Das ist das Startfeld. Dieses ist ein ganz normales Feld, das du auch im Laufe des Spiels immer wieder überqueren kannst. Einer der beiden Würfel ist der Rundenwürfel. Er wird nach jeder Runde eine Zahl weitergedreht. Mit dem anderen Würfel würfelst du. Mit der Alien-Figur kannst du nun so weit über das Spielbrett ziehen, wie du Punkte auf dem Würfel siehst. Es ist keine Richtung vorgegeben. Du kannst dich bei jedem Zug neu entscheiden. Außerdem können mehrere Aliens auf einem Feld stehen. Und du kannst andere Aliens auch einfach überholen. In welche Richtung du ziehst, bestimmt, welche Karte du ziehen kannst. Möchtest du mehr Planetaris sammeln? Oder galaktische Angebote einholen? Oder noch eine weitere Wunschkarte haben? Oder stehst du auf Überraschungen? Hast du dich für grün entschieden? Zieh eine Karte vom Planetaris-Stapel und nimm sie auf die Hand. Sie bringt dir entweder 1 oder 2 Planetaris extra Geld. Bist du auf einem lila Feld gelandet? Ziehe eine Karte vom Hilfestapel. Es sind darauf Situationen beschrieben, die dir im All und natürlich auf der Erde passieren können. Diese Situationen bringen dir entweder Geld oder sie kosten dich welches.
Und es gibt bei diesen Karten auch Joker. Damit kannst du zusätzliche Aktionen ausführen. Hast du dich für Orange entschieden, hast du 4 verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, nimm eine der offenen Wunschkarten von der Auslage am Spielbrettrand und lege dafür eine Wunschkarte vom Stapel in die Auslage zurück. Die zweite Möglichkeit ist, ziehe eine Wunschkarte vom Stapel auf dem Spielbrett. Falls du diesen Wunsch noch nicht hast, kannst du ihn behalten. Falls du jedoch schon eine bessere Wunschkarte auf der Hand hast, legst du die gerade gezogene in die Auslage am Spielbrettrand. Die dritte Möglichkeit ist, tausche eine Wunschkarte von der Auslage am Spielbrettrand mit einer Wunschkarte in deiner Hand. Die vierte Möglichkeit ist, biete irgendeine deiner Wunschkarten zum Tausch an. Zum Beispiel so. Hat jemand die Wunschkarte Raumanzug und möchte dafür die Wunschkarte Fitnessstudio? Falls dir niemand einen Wunsch anbietet, musst du doch zwischen Möglichkeit 1 bis 3 wählen. Am Ende des Spielzugs hast du also entweder eine passendere Wunschkarte in der Hand oder du hast eine wirklich doofe Wunschkarte abgegeben. Das sind recht viele Möglichkeiten für einen Spielzug. Du kannst sie übersichtlich auch nochmal in der Anleitung nachlesen. Hast du dich für Blau entschieden, hast du ebenfalls 4 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, nimm eine der offenen Angebotskarten von der Auslage am Spielbrettrand und lege dafür eine vom Angebotsstapel wieder hin. Die zweite Möglichkeit ist, ziehe eine Angebotskarte vom Stapel. Entweder dieses Angebot passt perfekt zu einer deiner Wunschkarten, dann kannst du es behalten. Falls du schon ein passendes Angebot auf der Hand hast, legst du dieses neu gezogene Angebot in die Auslage am Spielbrettrand. Die dritte Möglichkeit ist, biete deinen Mitspielenden eine Angebotskarte von deinen Handkarten an. Nimmt jemand deine Angebotskarte an, dann hast du eine Belohnung verdient. Nimm dir also eine Karte vom Planetare-Stapel. Die vierte Möglichkeit ist, frage in der Runde nach einer Angebotskarte, zum Beispiel so. Hat jemand ein SpaceNet-Angebot für mich und möchte dafür Planetares vom Stapel haben? Falls dir niemand eine Angebotskarte anbietet, musst du doch aus Möglichkeit 1 bis 3 wählen. Am Ende dieses Spielzuges hast du also entweder eine passendere Angebotskarte in der Hand oder eine für dich unpassende Angebotskarte abgegeben. Und vielleicht hast du damit sogar Planetares verdient. Auch das sind recht viele Möglichkeiten für einen Spielzug. Daher kannst du diese auch übersichtlich in der Anleitung nachlesen. Jetzt ist dein Spielzug vorbei und der oder die Nächste ist dran und darf würfeln und sich für eine Richtung entscheiden. Wenn alle Aliens einmal dran waren, ist die erste Runde zu Ende und der Rundenwürfel wird einmal auf die nächste Zahl gedreht. So geht das Runde für Runde. Such dir Angebots- und Wunschkarten, die gut zueinander passen. Aber Achtung, jede Angebotskarte, die du am Ende auf der Hand hast, musst du auch bezahlen. Du darfst nicht pleite gehen. Nach 10 Runden ist Schluss. Jedes Alien hat genügend Karten gesammelt und jetzt geht es darum, das Ergebnis zu ermitteln. Ja, ach so, und wer hat jetzt gewonnen? Ha, das müssen wir erstmal rausfinden. Nimm ein Blatt vom Wertungsblock oder irgendein Stück Papier, einen Stift und notiere. Zuerst die Einnahmen. Zähle dazu alle schwarzen Planetares auf deinen Planetares-Karten und die auf den Hilfe-Karten zusammen und notiere die Zahl im grünen Feld Einnahmen. Dann die Kosten. Zähle dazu alle pinken Planetares auf deinen Hilfe-Karten und die aller Angebotskarten zusammen und notiere die Zahl im Feld Kosten. Hast du mehrere Angebote zum gleichen Thema, musst du die Kosten zusammenzählen. Jetzt ziehst du die Kosten von den Einnahmen ab und schreibst das Ergebnis in das Feld unten. Wenn du auf dein Geld geachtet hast, kommst du nicht ins Minus und kannst weiterrechnen. Sind deine Kosten allerdings höher als deine Einnahmen, also wenn am Ende keine Planetares mehr übrig sind, kannst du leider nicht mehr gewinnen. Oh. Wenn du mit deinen Planetares nicht im Minus bist, zählst du deine Wunschpunkte zusammen. Allerdings nur, wenn du eine Wunschkarte und eine Angebotskarte mit demselben Thema hast. Hast du mehrere Angebote zu einem Wunsch, wählst du das Passendste aus. Für die Wertung lege die Wunschkarten und Angebotskarten nebeneinander und vergleiche die beiden Karten Zeile für Zeile. Zähle alle Wunschpunkte, die dem Angebot entsprechen, von einer Karte zusammen und trage sie in das vorgesehene Feld auf deinem Wertungsblatt ein. Mach das so,
für jede Wunschkarte, zu dem du mindestens eine passende Angebotskarte hast. Dann zählst du alle deine Wunschpunkte zusammen und schreibst das Ergebnis unten auf dein Wertungsblatt. Wer die meisten Wunschpunkte hat, gewinnt das Spiel. Wenn bei den Wunschpunkten Gleichstand herrscht, gewinnt die Person, die zusätzlich dazu am meisten Planetaris hat. In der Spielanleitung kannst du die Auswertung auch nochmal nachlesen. Und gewonnen hat bei uns Alien Paul. Was ihr in diesem Spiel gelernt habt, hilft euch auch bei euren Wünschen auf der Erde. Jeden einzelnen eurer Wünsche solltet ihr euch gut überlegen und mit den Angeboten im echten Leben abgleichen. Viele Verträge auf der Erde haben genau die gleichen Tücken wie die im Weltall. Wir von der Verbraucherzentrale helfen euch bei allen Fragen, die im Zusammenhang mit Verträgen auftauchen können. Such im Internet doch einfach nach deiner zuständigen Verbraucherzentrale und hol dir Hilfe. Wir hoffen, ihr habt so viel Spaß dabei wie wir. Und jetzt seid ihr also fit fürs galaktische Shopping-Erlebnis.